So, willkommen Freunde, wir zocken heute mal Fist Forge and Shadow Torch. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Den Anfang schon mal oder die Demo schon mal gezockt. Wir schauen uns jetzt mal die Final Version an hier. Natürlich Auswahlschwierigkeitsgrad erstmal leicht. Ganz klar. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was der Hase so drauf hat. Geht auf jeden Fall schon mal ganz schön ab. Oh oh, ob das gut geht? Natürlich geht das gut. Jetzt wäre das Spiel ja an der Stelle schon vorbei. Clevere Lady. Tja, denkst du, Puppe? Dumm gelaufen. I will not let this power fall into the wrong hands. Especially not yours. Traitor. I'll never let the Legion have the spark. Mann, 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 da die anderen hat's ganz schön aus die Schuhe gehauen. Heftig. Er hat's überlebt, aber sein Auge glüht immer noch. Happy birthday, Ray. Wanna have a drink together? Ach, Ray heißt er, okay. Here you go. Two bowls of longevity noodles. Eat it while it's hot. Curfew is approaching and I should start packing up. Some other day. I'm not in the mood. Oh, das scheint einer nicht so gut drauf zu sein. Haven't seen you for a while, Ray. You know Urso. He spends his days cooped up tinkering with things. Oh, I almost forgot. I've got a surprise for you. Oh, ein Geburtstagsgeschenk. Here's old Urso's latest invention. MCI Radio. Oh, Funkgerät. It's a tracking device and radio all in one. I made it look old, so it's just like the one our team once used. Let me show you how it works. Attention all Fertizens! Attention all Fertizens! Assemble at Chuan's Noodle House at once to celebrate Raiden's birthday! I repeat! Alter Schwede, es wird ja mächtig hell auf jeden Fall. Enough. So, das reicht jetzt. Esst eure Nudeln. Yeah, ja. Keep it down or so. Ever since the big boom, curfews and weapons searches have destabilized things. When will it ever end? Wenn ich das so richtig sehe, dann ist unser Kanickel, was da sitzt, auf jeden Fall das, was ich dann spiele, ja? What are you afraid of? Those Legion Iron Dogs won't be yapping for much longer. I've really been giving them the boot recently. Went and hacked those Iron Dogs' transformer system. Aber war er denn derjenige, der da irgendwie so in der Uniform stand? Ray! Join us. Also der einzige Überlebende. And let's give them hell together. Give them hell. We need our old gear to fight those iron dogs. Whoa, Ray, you and I think alike. Das sind sich doch welche einig. I was finally able to fix your fist. Stop messing around with it. It's just a piece of scrap now. Scrap? I might not be able to repair the entire armor, but the fist at least. Keep it down, guys. Security's been cracking down recently. It's been 6 years already. Even if you manage to fix the fist,
What can we do with it? Forget it, Erso. It's in the past now. Our time has passed. Look, Erso. I just don't think he's ready yet. And, well, you have to give him more time. It's been 6 years already. Is he going to hide all his life? Ja, ist er denn sauer, weil er mit seinen Truppen da versagt hat, oder ist das eine verflossene Liebe? So, hab ich noch nicht so ganz verstanden. What's going on? Erso's been arrested. The Iron Dogs just came to the noodle stall and took Erso away. This was Erso's, but I hid it for him. I don't understand this veteran stuff. I'll leave it in your hands. This machine still works. Let me try to get a fix on Erso. Krass. Schwarzenauer's prison. Prisoner 41, Erso. Reporting. Oh, Erso's been taken to Torch Tower. That's it. He's done for now. I've never heard of any Fertizen leaving Torch Tower alive. What can we do? I'll head over to Torch Tower. Dann hoffen wir doch mal, dass wir unseren Kumpel da retten können. Do you really want to take this risk? You know that Erso is the only friend I have left in Torch City. This is for you. Erso left it. He knew that you would need it. Alles klar, jetzt wird's interessant. Alter Schwede, geiler Anzug. Wollen wir mal schauen, was er so drauf hat. Drücke A zum Springen. Links und rechts. This is Old Town. Torch Tower is to the northeast. So. Hier können wir mit zuschlagen. Hier haben wir einen fetten Schlag. Und hiermit können wir greifen, okay. Das kann ja was werden. Was haben wir noch? Ah, okay. Na gut, dass wir es auf leicht gestellt haben. Ah, prima. In der Demo war das noch nicht ganz so klar, wie das Ganze sich anfühlen wird. Weil da gab es auch noch keine richtige fette Story dazu. Da hört es auf jeden Fall drauf. Roger Rabbit, ein Waisenknabe gegen. So, beobachten wir mal. Das ist Pelz für einen, für alle und alle für Pelz. Okay. Die Vollpelzgesellschaft, was ist das denn? Naja. Das war nicht, was wir damit anfangen können, aber er speichert automatisch, das ist mal gut. Die Altstadt, ja, es sieht auch ein bisschen aus, eine Altstadt. Alte A gedrückt, um noch höher zu stellen. Drücke RB, um vorwärts zu sporten. Genau. Scheiße. So, wenn die jetzt schon Waffen benutzen, das kann ja was werden. Okay, auf leicht scheint das auch machbar zu sein. Oh. Bin ich denn da gelandet? Why? Why do we have to guard this broken transformer? And why aren't we allowed to recharge? They say some dumbass bear hacked our system. All transformers in this. Didn't they catch that dumbass bear? If they stayed that way, I am going to. Then shut up. That'll save some power. Okay, sie frage immer, ob wir da drauf zulaufen können. Bis jetzt geht's ja noch ganz gut, aber. Ah.
Die Ausführung, da muss man drauf achten, wenn Anna K.O. geschlagen ist. Transformers. What did Urso get up to? Ein bisschen mehr Power, ja? Drücke A, wenn du eine Wand hängst, um nochmal zu springen. Ja, alles klar. Quasi so, ne? Zack. Alter, das könnte aber endlos nach oben gehen dann. Das ist so eine Art Sparschwein, ne? Krass. Virtuelle Sparschwein. Missing map data. Looks like the tracking function is still offline. Raten to Urso. Raten to Urso. Ja, Raten to Urso. Der ist I need to get to Torch Tower right away. Der wird uns nicht helfen können. Okay, alles was rumliegt, kann man irgendwie zerkloppen. Ich meine, ich will mal das doch von hier aus machen, ne? Ne, warte mal. Dann kommen wir da. Ach, alles klar. So machen wir das. Jetzt ist die Frage, ob es nicht besser wäre. Hier oben lang? Ne. Naja, da bin ich auch mal gespannt, ob wir hier wirklich zurück müssen. Scheiße. So, drücke, um das Charakterinfo-Menü Funkgerät zu öffnen und Sonderfähigkeiten, Geldsplitter und andere einzusehen. Fähigkeit. Drücke A, wenn du an einer Wand hängst, nochmal zu springen. Ah, okay. So, unten können wir mit RB weiter. B zurück, A bestätigen. So, die Mehrzweck-Fechtanzeige MGA ist von Urso gebaut worden. Eine Trophäe mit der Legion gehört zu Urso. Okay. Ein bisschen nervig, dass er in der Luft immer stehen bleibt irgendwie, aber okay. So, dann würde ich sagen, rechts rüber, ne? Ne, doch nicht. Okay, an die Steuerung müssen wir uns noch ein bisschen gewöhnen, aber bis jetzt geht's eigentlich. Aber mich macht das immer nervös, wenn irgendwer auf mich schießt. Ich habe selber keine Waffen. Ja. Ja, sehr gut. Energie sieht ja gut aus, aber ich weiß gar nicht, wo wir unsere Energie aufladen können. Das, können wir hier eigentlich auch noch was machen? Ja, das ist dasselbe. Nur die Einstellung, okay. Ach du Scheiße. Mist. Ja, schon zwei Energiebalken verloren. Was geht's denn hier hoch? Hier gibt's bestimmt eine Menge Secrets, die auch versteckt sind. Warte mal, hier gibt's noch was zum... Ah, alles klar. Die grünen Behälter sind dazu da, um die Energie aufzuladen. Auch nice. Ist noch Kohle. Ich sag ja, hier gibt's eine Menge Secrets. Abholen. Viererblattausgabe, okay. Das hier, das blinkt aber.
wir mal, ob wir hier noch was anderes einsammeln können. Ich würde sagen, wir gehen mal rechts weiter. Ach, das ist ein Schalter, ein Hebel. Geht da wahrscheinlich links die Tür auf, ne? Genau. Alles klar. The number of dog patrols has increased. Torch Tower can't be far away now. Alter Falter, ey. Die fliegenden Objekte, die sind ja richtig nervig. Die Energie sieht aber noch einigermaßen gut aus. So, da oben wäre es auch weitergegangen. LP-Extrakt, okay. Das ist ein schönes. Ah, hier ist der Hebel, alles klar. So, da müssen wir jetzt links reinkommen, ne? Ne, geht nicht auf. Warum geht der nicht auf? Nochmal schlagen, ne? Ja. Da gibt es ja auch zwei Hebel, die man treffen muss. Weiter. Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind hier zwar hier rausgekommen, aber ob wir dann nicht doch noch weiter sollten hier. Nach oben geht es nicht weiter. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ne. Geht's da lang, aber wir gucken hier nochmal. Hey, it's Ray. Out for some air during curfew. Word of Urso's arrest has gotten out. You carrying that big thing on your back to go and rescue him? 3% CPU-Auslastung unter Windows 11, das gefällt mir. So, Kartografics, dass Urso verhaftet worden ist, hat sich herumgesprochen. Das große Ding da auf dem Rücken tragen sie rum, um ihn zu retten. You sure keep your ears close to the ground, kid. I'm going to Torch Tower. Show me the quickest path. You get straight to the point. There's a ventilation port outside of Torch Tower. You can ride the wind to get there. Urso made this radio, right? Let me see, Ray. Sehr schön. Endlich mal einer, der sich auskennt. This map myself, and it's not for sale. But I want to thank you for saving my life. I bet Urso got a lot of help from you with the radio's tracking function. You've discovered me and Urso's little secret. Our organization's taken over those Iron Dogs. Ray, try this terminal. Geil, auf jeden Fall haben wir eine Karte. Ist ja schön. Reparieren, Skill freischalten. Reparieren ist immer gut. Sehr gut. Und mal Skill freischalten können. Zerstäubung. Drücke X, X, Y nacheinander, um den Gegner mit einem schweren Hieb in den Boden zu schmettern, um ihm mittelschweren Schaden zuzufügen. Probieren wir das mal.
Geil ist eigentlich, dass auch mal gleich gespeichert wird. So, Funkgerät, Kartenmenü. Drücke um das Kartenmenü mit Funkgerät, um deine aktuelle Position und Angaben zu erkundenden Bereichen. Okay. Das ist die Karte. Okay, das ist unser Bereich. Wir müssen nach da oben, ja? Okay. Ein Schelm, der Böses denkt. Gerade. Oh, nochmal Glück gehabt. Warte mal, wir gehen hier nochmal rein. Pump here! Get your pump! One bottle keeps you up all night. Just a sip will send you all the way up Torch Tower. It's just 10 fursos. Your rumor mongering is more famous than pump. I'm busy. Ach. Es geht schon wieder nur ums Saufen, ne? Eine Flasche und die ganze Nacht ist alles gut, okay. Aber warte mal, siehst du, manchmal ist das Runterfallen gar nicht so verkehrt. Ich muss zwar nach oben, aber... This is a restricted military area. No unauthorized access allowed. Vielleicht muss man mehr auf die Ausführung achten. Hier lang oder die Leiter nehmen, ja. Okay, dann scheint das der richtige Weg zum Turm gewesen zu sein. Ich dachte, ich finde da irgendein Secret oder so. Responsible for hacking the terminal. Why did the boss order us to stand guard here? Uh-oh. There's a group of them, so it's organized crime. They nearly stole the transformer drill last time. The drill is under heavy guard. It'll be suicide for any Furtizens that try to get inside. Those scum have no chance of getting to Torch Tower without the drill. I need to get my hands on the transformer drill to climb Torch Tower. Better head back and find someone who knows where the drill is. Ja, aber ich glaube, ich mache die trotzdem erstmal platt. So. Alles klar. I need to get my hands on the transformer drill to climb Torch Tower. Better head back and find someone who knows where the drill is. Ist die Frage, wo kommen wir denn hier raus? Ah, hier haben wir noch ein Sparschwein. Sehr gut. Gib mir da ein Loot. So, ja klar. Ich vergesse mal die Booster-Taste. Officer, Pump is just carrot juice. Ach du heilige Scheiße. I'm just a snake oil. Wenn da jetzt reingehen, wird er platt gemacht. Hey, easy there. Looking for weapons? I've got some. So, okay. Oh, that was... Wang, where can I find the transformer drill? Shh, keep it down. That's some big league stuff. The organization once sent Master Wu to try and grab it from the Iron Dogs. That's right. Ah, er weiß, wo der Bohrer ist. Das ist natürlich it's richtig no geil. Doubt guarded by a crack team of Iron Dogs. You should go talk to Master Wu. Go through the secret door on the left side of my room. That's where Master Wu's... Thanks. Okay, wir sollen nach links. Master Wu is really spry for his age. All thanks to Pump. Want a bottle for a little pick-me-up? It's free. You saved me, after all. Klar, immer rein damit. Sehr schön. Muss das sein?
drücke R, um Karottensaft aus dem Geräterad auszuwählen und halte regeneriert an kleine Menge LP. Warte mal. Ah, okay, so funktioniert das. Karottensaft auswählen und halte regeneriert eine kleine Menge. Alles klar, super. So, hier ist also die Geheimtür. Hoffen wir doch mal, dass wir die Truppen jetzt hier finden, die uns helfen können. Ja, sehr schön. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Er hat eine Waffe, wir haben keine. Gerade. Warum greift er uns an? Oder warum greifen die uns an? Ich denke, wir sind kommen in Frieden. Okay, es sind auf jeden Fall mehrere und nicht einer. Ein Vetter oder so. Geht das ja? Auf jeden Fall krass. Als ich die Demo gespielt habe, hätte ich nicht gedacht, dass das Game so geil ist. Er wird immer fett geputzt hier. Schön, schön kleinen Schwamm. Noch mal drauf. Wir gucken mal noch mal Skill freischalten. So, drücke X, X, Y nacheinander, um dich drehen und alle angegebenen Gegenstände mit der Faust zu attackieren. Finde ich zwar nice, aber schon krass irgendwie. Die Kombos musst du dir natürlich dann auch alle merken, ne? Ah, nicht genug Geld, okay. Dann brauche ich mir die sonst nicht merken. So, warte mal. Wir können ja jetzt theoretisch immer rüber. Ah, da geht's nicht weiter. Schade. Die Dinger finde ich ätzend. Okay, dafür habe ich aber Energie bekommen. LP-Extrakt. Ah, das tut gut. Wer den grünen Saft. Ich komme mir schon vor wie Hulk. Was hat er gesessen? Könnte auch wieder ein Secret sein. Aber was ist denn, wenn ich dagegen rausche? Hier passiert gar nichts. Master Wu. Da ist Meister Wu. Oh, wie lange haben wir den denn gesucht? It's little Ray. What do you want with this old man? I came for the transformer drill. I heard that Master Wu knows where it is. I see. They got Urso. I need the transformer drill to climb Torch Tower. I'll get him out, no matter how dangerous it gets. So that's why you dug out that fist of yours. Right. The organization tried to get the drill, but failed.
The Iron Dogs have strengthened their security, so rushing in is suicide. I don't know how good your skills are after all these years. There are several robot puppets inside. Warm up first and I'll teach you a few tricks. Wow. Also, warm kloppen und ein paar Tricks bekommen. Naja, hurra. Den finde ich ganz geilen Move hier, ne? Achso. Es steht ja auch X in der Luft und dann Y. A springen, X, Y. Wenn ich jetzt nur X mache, geht's nach unten. Okay, wenn ich jetzt... Okay, finde ich jetzt gar nicht so spektakulär, muss ich sagen. Also, okay, aber wir haben eine 2 von 2 abgeschlossen. I don't know how good your skills are after all these years. Okay, well. So. Ja, beide zusammendrücken, also A springen und X. Mir fehlt ihm nur Y. So, wenn wir die zusammendrücken. Ah, alles klar. Training abgeschlossen. Hoch mit X oder mit Y? Ist klar, prima. Not bad. After all these years, you're still an ace pilot. Your power fist has immense potential. Ui, da ist aber drauf. This is just a minor trick. The fist is a machine, after all. If you want to make it stronger, you'll need to exploit the mechanical power of the Legion. You must find data disks. Yes. This is what I heard from the Iron Dogs. Okay, wir müssen halt Disketten einsammeln, um irgendwie unsere Fähigkeiten weiter auszubauen. Master Wu, there is no time to waste. Let me rescue Urso before going after the data disk. Ray, no offense, but you just don't have the power to infiltrate the Legion all by yourself right now. You must defeat Feral and prove your strength before I can trust you with the drill's location. Very well. I'll find Feral and get the data disk. The power punch I taught you just now can not only strike enemies, but also punch through the security barriers those Iron Dogs installed in the city. Whoa. You shouldn't have trouble finding them. Also, wir haben so viel Power, dass wir auch die Sperren durchhauen können. Hoffen wir doch mal. Oder wir bekommen dann so viel Power. Das heißt, wir müssen erstmal Disketten suchen. X mit ausgedrückter Faust gedrückt und Kraft aufzuladen, dann lade X Kraft U auszuführen, okay. Wow. Find Feral, retrieve the data disk, nicht and schlecht. Ask Master Wu about the drill's whereabouts. Alles klar, du brauchst unheimlich Power, um die Tür aufzumachen. Geiles Schließsystem. Ist gut, dass er so runterrutscht, dass es keinen Fallschaden gibt. Ach du heilige Neune, wie wollen wir das machen?
Geht das überhaupt? Ne, ich glaube, da müssen wir bestimmt irgendwas ausschalten. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Geldsegen, sehr gut. Schön, dass er mir den Weg immer anzeigt. Das gefällt mir. Ja, sehr gut. LP-Extrakt. Lecker, lecker. Frage ist aber trotzdem, wenn er da hinzeigt. Genau, geht's hier lang. Ah, ich hasse alles, was irgendwie aus der Luft schießt. Treff doch endlich mal, Mensch. Ist auch nicht. Was bist du denn für ein Hase, ey? Angsthase. So, kann man da jetzt runterfallen? Gucken wir mal. Ja. Okay, solange ich springen kann, ist das auch kein Problem. Ich hätte eher gedacht, Wände durchschlagen geht erst später. Vielleicht, dass wir das jetzt schon können. Auch geil gemacht, ne? Frage ist nur, wie kommt man da hoch? Sehr rätselhaft, das Ganze. Da sind wir ja gekommen, ne? Nee, doch nicht. Sehr gut. Drücke in der Luft A und nochmal zu springen. Doppelsprung. Ah, sehr geil. Oh, lecker, lecker. Ja, theoretisch lohnt sich das in dem Game hier überall zu gucken, wo man noch nicht war. Jawohl. Ach du heilige Neune, ja. You weren't around here when I was a kid. Out of my way! Ich glaube, genau. Den habe ich in der Demo auch schon gezockt. Oder gegen den. Da war der aber unheimlich schwer. Da gab es wahrscheinlich noch nicht den Modus, da wie immer auf leicht zu stellen.
ist ja jetzt hier relativ harmlos. Ich habe schon viel Energie abgezogen. Ja, komm. Gleich ist er hin. Sehr gut. Sperrstunde. Stell den Datenträger sicher. This Pharaoh was tough. And carrying a data disk too. Better report back to Master Wu. Okay, bei Master Wu sollen wir uns melden. Ich hoffe, wir finden den Weg zurück. Ja, wir können jetzt hier hoch. Wir können uns auch gleich die Karte mal angucken. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, die Energie aufzuladen. Ich habe zwar eine Möglichkeit, irgendwie einen Energietrank zu nehmen, aber man findet ja immer wieder irgendwas. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie das funktionieren soll. Okay. Die spawnen auch immer wieder, ja. Aber macht ja auch Sinn, wenn da irgendeine Drohne ausgefallen ist, würde ich auch eine neue hinschicken. Ja, ganz toll. Wenn es wenigstens mal aufhören würde. Ja, ich könnte mich nach unten fallen lassen und dann, ich kann es ja mal probieren. Hier geht nicht. Das wird doch nichts, Mann. Ah. Und alles nur, um das Sparschwein zu plündern. Jetzt greife ich aber mal dazu. Wie kann ich das jetzt aktivieren, wenn ich es jetzt... Ja komm, steh auf. Aber wir können nach oben. Nö, funktioniert nicht. Rätsel über Rätsel. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich die Energie auch einsammeln könnte hier oben. Die Möhre. Muss damit irgendwas aktivieren können. Ich kann doch nicht das aussuchen und dann kriegt er das nicht. Wird es gleich kritisch. Von der Energie her ist es auf jeden Fall momentan nicht so toll. Machen wir mal, dass wir gleich einen grünen Behälter noch finden. Wir es nicht hinbekommen, scheiß Möhre umzugehen. Okay.
laufen gerade so ein bisschen im Kreis. Wir gucken mal, was die Karte sagt. So, da müssen wir müssen da runter. Da ist Meister Wu, ne? Okay, gut zu wissen. Das hier runter. Dann hier rechts lang. Ja gut. Und meine Energie macht mir Sorgen. Noch mal ein bisschen Energie droppen. So, wir haben noch einen roten Balken. So, wenn ich das jetzt richtig sehe von der Karte her, ja, sieht gut aus. Glaube ich auf dem richtigen Weg. Ja. Wir gehen ja aber trotzdem hier noch mal kurz gucken. Finden wir hier noch mal irgendwie ein bisschen Energie? Nee, ach nee, das war das Rätsel, genau. Hier einmal hoch. Zack. Und das hat doch einer das Fenster aufgemacht, oder? Das war's, ne? Oh Mann. Okay, aber er hat gut abgespeichert. Meister, melde dich bei Meister Wu. Wir wissen jetzt, wo er ist. Voller Energie können wir das schaffen. So schwer war das ja hier nicht. Zack. Ah. I'm a Terminator. Kriegen wir das Fenster auch auf? Ne, schade. So, hier müsste es dann zum Meister Wu gehen. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, sieht gut aus. Es gibt lecker Münzen, sehr schön. So, aber hier geht's doch zum Meister Wu und ich will da rein. Ah ne, ich muss weiter runter. Hier geht's dann lang. Jawohl. So toll, der ist gar nicht da, ne? Ach doch, alles klar. Oh, ich dachte, er wäre nicht zu Hause. I'm back, Master Wu. Use their strengths against Master Wu, wir sind zurück. This data disk and machine will help you master it more quickly. This time, I think you should learn Rising Punch. Okay, ich will uns noch mal was beibringen. Erlerne den Aufwärtshieb am Endgerät. This time, I think you should learn Rising Punch. Machen wir das so mal. Kraftdieb X gedrückt, Angriff aufladen, los, Angriff. Den haben wir ja schon, ne? Sehr gut. This time I think you should learn Rising Punch. This time I think you should learn Rising Punch. Möchte er denn, dass ich wieder an dieser Puppe das lerne? Nee, ne?
Weil er hat doch gesagt, ich soll das an der Maschine lernen. This time I think you should learn rising. Okay, ich kann an ihnen mich vorbei. Diesmal soll ich den aufwärts lernen. Okay. Doch betreiben gehe. Lädt das eigentlich auch unsere Energie auf, wenn wir repariert werden? Ja. Aber welche Maschine meint der denn, wo wir das lernen sollen? Ja, merkwürdig. Geht's natürlich nicht weit, ist klar. Jetzt sind wir bei der Maschine. Da bist du ja bei dem Roboter, bei dem Dummy. Oder sollen wir mal gucken, ob wir hier einen Aufwärtshaken hinbekommen. Ach, Aufwärtshieb, alles klar. Ui, da kannst du mal einiges freischalten dann. Rammstoß. Okay, da haben wir nicht genug Kohle für. Da auch nicht. Recover more data disks and you can unlock more Legion powers. Oh, das ist ja geil. Das heißt, wir werden immer stärker, stärker, stärker. The Iron Dogs stashed the drill deep inside the power station. Basic moves won't do much against the mechanical monster guarding it. You may stand a chance with your fist and new fighting moves. Remember, own your skills, and they'll clear the way for you one day. Thank you for your lesson, Master Wu. I will go now. Okay, aber er hat ja uns immer noch nicht erzählt, wo der Bohrer ist, um da irgendwie hochzukommen. The secret door in the room on the right to open the way to the power station. Take care. Welcome to Jingles' shop. Since you came on Master Wu's recommendation, I'll give you 20% off. These may not look like much, but they are all rare treasures that I went through a lot of effort to acquire. I stake my reputation on their quality. Okay, er hat Ware, also quasi ein Händler, gibt uns 20% Rabatt. Mutual trust is needed to grow in business. That's why I quit the rat gang a long time ago. We went our separate ways, as the phrase goes. Kaufen. LP-Extrakt. Können wir immer gebrauchen. Pflanzensamen, ein sicherer bewahrter Setzling, der einst in der Brennerburg verbreitet war. Als die Legion Brennerburg übernahm, riss die alte Pflanze aus und überzog das Lampenkreisstahl. Hoffen wir mal. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht, aber wir probieren es mal. Thank you for your business. Ich danke auch. Ah, alles klar. Das war also die Geheimtür. Sieh ich doch, dass da wieder ein Secret ist. Hey, du kannst ja hier looten ohne Ende. Sehr schön. Mh, das schmeckt. Zack, zack. Die Wand sieht auch ziemlich brüchig aus, aber okay. Oh. Ich suche das Kraftwerk nach dem Bohrer. Ach, das ist unsere Protagonistin aus dem Vorspann. Heilige Neune. Die ist immer noch aktiv. I haven't seen anyone this good in Torch City before. Da sie ihren Weg schon freigeräumt hat. Warte mal, Spieletipp, ne? Brich den Boden mit Y auf. Ja gut.
Vielleicht finden wir da ja was Schönes, Leckeres. Kraftwerk. Die Tür ist zu massiv, die kriegen wir nicht auf. Da müssen wir wahrscheinlich, vermute mal, einen Schalter oder so umlegen. Scheiße. Also ich frage, wie weit können wir fallen, ne? Natürlich schön, wenn wir hier den Bohrer finden würden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn wir unten sind und wir haben das alles erreicht, also das Ziel erreicht, dass wir dann wieder hoch müssen, aber das Ganze dreht sich dann hier. Ich glaube nicht, dass das einfach so einfach ist hier. Wir werden sich da schon Gedanken gemacht haben. Scheiße, jetzt schießen die schon mit einem Dreiergeschoss, ey. Mann! Heftig, was geht ab? Have you heard? Farrell, the downtown boss, got dismantled by a rabbit. He got totally written off and was dragged off to the scrapyard. Ich bin ein Häschen zerlegt, boah. Ich bin kein Häschen, ich bin ein Hase, ein kräftiger Rammler, ein starker Hase. Wie reden die denn über mich? Farrell and his pals. The boss doesn't care if we live or... What do you take the power station for? Ich setze meine Spezialfähigkeiten irgendwie zu wenig ein. Ah, der Arm ist schon geil, ne? Was da für Kraft hinter steckt. Toll, geheimnisvolles Licht. Als hätten wir den Strom eingeschaltet. Ja, das war schon kein schlechter Gegner. Oh, die finde ich ätzend. Und ich finde hier eigentlich alle ätzend. Ich finde die Fliegenden ätzend. Die extrem. Haben die immer noch ein bisschen was für mich. So. Das würde mich mal interessieren, wie ich das zu mir nehmen kann. Drücken wir LT geht nicht, RT geht nicht, LB, RB, Y nicht, X nicht. Funktioniert alles nichts. Eine Chance. Müssen wir mal hinter im Menü gucken. Ah, habe ich es nicht gesagt? Ich habe es doch gesagt. Wenn wir wieder nach oben müssen, dann dreht sich das Ganze. Das wird kein Spaß, da oben hochzukommen. Genau, schön, noch mit ein paar Laser. Jawohl, ich freue mich. Das ist ja wieder sehr nice. Dann habe ich hier die Möhre, die ich nicht nutzen kann. Ich hier unten. Ah, da geht's nicht rein. Ey, das wird so ein Scheiß, da überhaupt hochzukommen.
Obwohl, mit ein bisschen Konzentration wird das sogar gehen. Ja, okay, das geht bis jetzt noch. Grafik ist aber ganz nice gemacht. Oh, aufpassen, nicht zerquetschen lassen. Ja, hier müsste er ja so hochkommen, genau. Wow. Geht ja doch besser, als ich dachte. Ja, jetzt hier rüber. Jetzt aber Konzentration. So, hier rüber. An die Wand. Ah. Ich sage noch, es klappt ja doch besser als ich... Ja, genau. Jetzt nochmal runter. Oh, sowas hasse ich in den Games immer. Genau, noch weiter runter. Jawohl, keine Konzentration mehr. Fein, super. Geil. Mann, Mann, Mann. So. Alles klar. So, jetzt Konzentration. Links rüber. Zack. Links rüber. Zack. Links rüber. Zack. Links rüber. Zack. 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 Genau, dann da hoch. Sind wir hier, genau, das geht doch. Müssen wir nur noch diese eine Stufe da oben kriegen, also quasi. Genau hier. Jawohl. Das fand ich war so mit am schwierigsten, diese Stelle. What a nerve-wracking sound. So, must have been a mechanical monster that Master Wu mentioned. Sehr gut. Brauchen wir noch einen Skill? Ist die Frage. Skill freischalten. Na, wir haben nicht genug Money. Nee. Noch mehr Datenträger einsammeln. Das geht mir auf den Sack. Teile, wenn die sich drehen, ey, die sind so elendig anstrengend. Well, well. Oha. I'll avenge you, Pharaoh. Alter, der ballert gleich. Der ballert gleich los. Kriegen wir den? Jo, wir haben ihn. Alter Falter, ey. Mann, Mann, Mann. Der hat's aber in sich gehabt. Gerade weil er gleich losgeballert hat. Oh, bitte mal was Schönes. Du brauchst den Generalschlüssel, um... Was steht da? Die Truhe aufzuschließen, okay. Ah, die Grafik ist echt nice, ey. Ist schon geil gemacht. So. Skill freischalten brauchen wir nicht. Machen wir später. Ja, diese Kleinigkeiten, die sehen immer so einfach aus. Aber wenn du dich da einmal verschätzt... Was ist das? Den Move finde ich aber am geilsten. Alle natürlich, aber gut, dass sie gleich zerlegt, wenn die da auch irgendwie in diese Laser reinkommen. Das ist natürlich nice gemacht. Ah, und da habe ich wieder nicht aufgepasst. Da habe ich auch wieder nicht aufgepasst.
Oha, das hört sich nach was Großem an. Nutze den Tornado, um diese Tür aufzumachen. Genau, wir haben ja den Tornado. Gucken wir mal, wie das war mit dem Tornado. Wandsprung, Doppelsprung. Okay, das ist die Karte. Noch mehr, warte mal, wie waren das nochmal? Achso, wir konnten ja. Also ich habe ja jetzt nicht gemerkt, wie der funktioniert, aber war das so, dass man irgendwie mehrere X drücken musste? Ah, okay. Okay, funktioniert aber trotzdem nicht. Nutze den Tornado, für diese Tür zu öffnen. So, 1, 2, 3, 4. Ich will nicht. Okay, nun ist das halt so. Will ich nichts ändern? Ah, hier können wir uns reparieren. Sehr gut. Wird doch Zeit, ey. Auf jeden Fall, um die Energie wieder aufzuladen. Zack. Wo bin ich denn hier gelandet? Der schießt doch gleich mit irgendwas, oder? Warning. Unauthorized biological organism detected. Ach du Scheiße. Executing termination protocol. Was passiert hier denn? Oh oh. Schlimmer vorgestellt. Na, alles klar. So, den ziehen wir jetzt mal richtig einen über und dann ist ja auch Ruhe im Schacht. Genau, regeneriert sich. Sehr gut. Jawohl. Hinkriegen. Na, es wird schon ein bisschen schwieriger, aber nichts, was man nicht schaffen könnte. Laser.
komm. Scheiße, oh Mann. Das wäre so geil gewesen, wenn wir das gepackt hätten. Vielleicht beim ersten Mal. Okay, ne, wir mussten ja hier lang. So, jetzt packen wir es aber. So schwer war das gar nicht. Nur ein bisschen wenig Konzentration. Ja, los, komm, komm. Zeig mal, was du drauf hast. Ja, ein Konzentrationsfehler. So, man kann jetzt schon unheimlich viel Schaden hinzufügen. Kann man Schaden hinzufügen? Zack. Ein bisschen wegen dem scheiß Laser aufpassen. Wann bin ich da so reingesprungen? Zack. Scheiße, wegen Laser jetzt auch von der A. Los, komm, komm. Die Finger auch noch. Ah, Mann. Ah, ich bin da so im Sack. Los, komm. Jetzt haben wir es, sehr gut. Jawohl. The Way of Exploding Fist. Wir haben es gepackt. Suche nach einem weiteren Bohrer. Gucken, geht das eigentlich auf hier? Schade, ich dachte, da gibt es noch was anderes, ein schönes Secret oder so. Naja. Ah. Da ist der Bohrer, den wir gesucht haben, ne? Alter Falter, das ist ja mega geil. Jetzt ist ja richtig nice. Nimm die Bohrer und fliege damit zum. Drücke nach oben, um die Faust auszurücken, drücken rechts, um den Bohrer auszurüsten. Okay, also wir können einmal Faust, einmal Bohrer. Datenträger, sehr gut. Wir können unsere Fähigkeiten erweitern. Ja,
Skill freischalten, wir sind ja repariert. Bei denen noch mal. Okay, wir müssen einmal nur. Jawohl, das ist doch mal was. Ja, es sieht doch schon mal ganz anders aus. So, drücke B oder Y, um die Bohrer ausgerüstet hast, um diesen zu entfalten. Achso, öffnet man die Türen, aha. Interessant, interessant, aber geil. Kohle, genau. 672 haben wir schon wieder. Das ist ja nicht schlecht. Zack. Halte B gedrückt, während du mit dem Ausgangsbohrer in der Luft bist. Der Bohrer entfaltet sich und du segelst durch die Luft. Ah, wie so ein Helikopter. Nicht schlecht. Doch einer auch Help gerufen, ne? Ach, der ist er, ja. Well now, a Ferdizant managed to find its way to this corner of the woods. Please, allow me to introduce myself. Fliegermaus. So how did you end up trapped in a wooden barrel? Come on, it's called a bunker. Say, did you end up here because of an iron dog trap? I heard you shouting help. Rubbish. I was just joking. I wanted to lure some iron dogs over to rob them blind. Oh, keep shouting then. I'm out. Hey, come back! You found me out. Here's something to buy your silence. The only way to open this box is with my skeleton key. You can have this skeleton key. Ah, you won't find a priceless klar. Treasure like it anywhere else. Dankeschön. Genau, das ist doch der Key für die Box. Schon gesucht haben. Die Box war links, glaube ich, ne? Warte mal. Da geht's nach unten, okay. Wir müssen ja bestimmt nach oben, ne? Weil er hat ja gesagt, wir sollen den Turm erobern. Pflanzensamen, okay. Wir werden ja wohl mit so einem komischen Vieh hier fertig. Das hat sie echt drauf. Ja gut. Na toll, die Tür geht aber trotzdem nicht auf. Nicht so schlecht. Du hast einerseits eine Abwehr wie so ein Schild. Du kannst das Vieh auch so treffen. Ja gut. Ah, das gibt immer ordentlich Kohle. Thank you.
Wir nehmen mal die Faust, oder? Der trinke Karottensaft, sagt er, aber... Ja, das ging schon besser. So, wir versuchen mal Karottensaft zu trinken. Ach, da können wir wechseln, okay. Aber wie trinken wir den Karottensaft? Ey, das gibt's doch gar nicht. Muss doch die Möglichkeit geben, diesen Karottensaft zu trinken. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Nach oben und dann... Super, okay. Alles klar. Nichts gesagt. So, ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Das macht mehr Sinn. Mann, war das kommt. Bis wir rausgefunden haben, wie man den Karottensaft trinkt, ey. Das ist ja nervig. Da denn nicht hoch? Ah! Boah, Konzentration lässt nach. Jetzt bleiben wir erstmal hier. I should be able to use the transformer drill to ride the updraft up there. Eine Idee auch ganz geil. Oh, da gibt's noch Energie. Es geht natürlich noch weiter nach oben, aber ich hoffe ja immer noch, dass ich hier ein bisschen Energie finde. Möhrensaft ist nämlich auch vorbei. Der ist auch leer. Are you sure? We just started. How have you already lost so much power? It's nerves. That rabbit furball gave the mechanical core the smackdown. Don't worry. If something goes wrong, just use the teleporter to escape. I'm out of here. If the Iron Dogs wanted to use it to escape, the machine should lead to the surface. Sehr gut. Machen wir aber erstmal links die Tür auf hier, bevor wir den Transporter da steigen. Auch nicht schlecht. Geile Waffe. So, drücke R, um den Taser aus dem Geräterad zu wählen. Dann halte und einschalten RT gedrückt. Okay. Die Frage, lädt die sich eigentlich mal selber auf diese Möhrenenergie oder sammeln wir die ein? Sie mal darauf achten. I don't know where this machine will teleport me. Try it again next time. Okay, dann würde ich sagen, hier war ja nur ein Flügelrad. Das war noch mal weiter nach oben fliegen. Warum geht es jetzt nicht weiter nach oben? Thank you.
Seltsam. Ach, warte mal, hier oben. Lass mal auf die Faust wechseln. Genau. Das ist ja das, was der Typ letztes Mal als Geheimtür bezeichnet hat. Jetzt müssen wir eigentlich da hochfliegen können. Warum kommen wir da denn nicht hoch? Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, mal einfach normal zu springen und dann so, also von der Beschleunigung her springen und dann... Nee. I don't know where this machine will teleport. Okay, er möchte nicht teleportiert werden. Müssen wir doch hier links lang. Naja. Ach, okay, die orangenen Behälter sind die, die das dann aufladen. Sehr gut. Das heißt. Ja, sehr gut. Typ hat's auch drauf. Guter Kämpfer. Aber nicht mit dem Commander. No, ich habe ja gesagt, wir müssen mehr auf die Ausführung achten. Mal ein bisschen reparieren. Sehr gut. Der lädt auch die Möhrenenergie auf. Und dann schalten wir nochmal einen Skill frei. Ja gut, 416 haben wir noch. Nicht genug Datenträger. Von da kommen wir ja. Können leider nicht überall hochfliegen, ne? Ne. Sind ja von oben gekommen. Nutze den Tornado, um diese Tür zu öffnen. Wir haben noch... Wir können auch den Hammer nutzen, ne? Ne, funktioniert nicht, okay. Frage ist, warum sollte man wieder runter? Was macht das für Sinn? Was sagt die Karte eigentlich? Okay, wir müssen nach da, alles klar, wir müssen doch nach oben. Wie machen wir das doch mal? Man sollte öfter mal auf die Karte hören. Scheiße.
So, wir holen uns noch mal ein bisschen Möhrensaft. Ja, besser ist das. Wenn wir jetzt auf die Karte gucken, sind wir da. Dann müssen wir nach unten. Warum schaltet er dann nicht direkt auf die Karte? Ja. Ja, ohne Karte ist man hier echt aufgeschmissen, hätte ich gar nicht gedacht. Sehr gut. Dann müssen wir hier lang und dann da lang. Genau. Ja. Hier ist auch der Generalschlüssel. Sehr gut. Geil. Ja, ich habe gedacht, da wäre noch irgendwie ein anderer Special drin, aber okay. Die sind mit dem Gerät jetzt viel leichter zu besiegen. Wir müssen jetzt nach oben. Frage, ob das so funktioniert. Ey. Ah. Theoretisch, genau. Ja. Ja, ich gedacht, dass wir über die Rohre kommen und dann zwar dann uns rechts. Dann so lang beschleunigen. Ja, da fehlt nicht viel. Mal, können wir da vielleicht so hoch? Nee. Müssen wir aber auf jeden Fall da hoch. Ich hasse so eine Stellen. Da war es fast. Okay, also es geht. Es geht. Muss ja auch gehen. Genau, jetzt haben wir es. Mann, manche Dinge dauern halt ein bisschen länger, aber okay, was willst du machen? Energie sieht aber sehr gut aus. Genau, hier sind wir richtig. Hier gibt es aber noch irgendwie eine Tür, die ist zu. Die geht wahrscheinlich hinterher auf. So nach oben. Sehr gut, die Tür war gleich auf. Aber wir kommen immer weiter nach oben in den Turm. Das gefällt mir. Hier geht's wieder runter. Ah, hier ist noch ein Belta. Sehr gut. Oh, schöne Musik. Welcome to Jingles' Shop. Willkommen in Klimpers Laden. Ah, er verkauft wieder was. Kaufen.
bestätigen. Sehr gut. Thank you for your business. Nice. You defeated the mechanical monster without a scratch on you. Since you are so powerful, I have a favor to ask you. A lot of our Fertisan brothers have been thrown into the prison. Don't worry, Master Wu. I will intervene. I am counting on you. Raiden is now more than a match for the elderly Cicero. Das Coole ist ja, dass wir unseren Freund ja auch noch retten wollen. Also aus dem Knast. Gucken, ob wir noch einen Skill freischalten können jetzt. Wo wir doch so viel geschafft haben. Ah ne, wir haben 96. Hab ich nicht genug Geld. So, nach da oben geht es. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt nach links. Ja. Kriegen jetzt da die Tür auf. Jetzt sind wir wieder in der Altstadt. Dann noch weiter. Ja, wir müssen nach oben. So, und dann nach links und dann rechts hoch. Der hat das Schild, das bringt da nicht so viel, ne? Nee. Ah, sehr gut. Okay, die können ja mit dem Bohrer überhaupt nichts anfangen. Sehr gut. Müssen wir irgendwie nach oben kommen. Oh. Dass da einer steht, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Zack, okay. Wow. Sind wir hier? Ist nochmal noch ein Stück höher. Das müssen wir wieder auf die Faust wechseln. Den haben wir ganz gut erwischt. Beamer. Genau, jetzt hier lang. Dann nach oben. Wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Reparieren ist immer gut. Das gibt wieder voll neue Energie. Ja, prima. Na, jetzt müssen wir nach oben in den Turm. Wir sollten jetzt auf Bohrer umschalten. Ja, da geht es nicht weiter. Genau, wir müssen erstmal nach unten. Okay,
Okay, 155 an Taler ist auch nicht schlecht. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir müssen noch einen weiter. Hier müssen wir auch. Na. So, hier können wir jetzt den Bohrer wie so ein. Ah! Genau. Torch Tower is the Iron Dog's home base. Jawohl, wir haben Schatten um den Brenner. Report! The fugitive Rabbit Furnison has acquired the Transformer Drill and is approaching Torch Tower. Post more guards to stop him. Yes, sir. Wäre natürlich geil. Und wenn wir die so in deren Richtung schießen könnten, ne? Ah, los, komm. Komm schon, komm schon. Ich glaube, ich hätte mal lieber aufs Haus halten sollen. Ja, so geht's auch. Müssen wir mal gucken. Also müssen auf jeden Fall irgendwie nach oben. Was wir hier machen können. Ah, okay. Ah, unkonzentriert. So, pass auf, wir gönnen uns aber erstmal ein bisschen Möhrensaft. Wenn es doch nochmal ein Gegner kommt. Ah, jetzt geht's. Das ging ja doch noch relativ gut. Ja. Reparieren natürlich, ganz klar. Ja, das ist auch eine geile Idee. So, die Laser sind ja durchgehend, das heißt, wir müssen hier runter. Wir hätten uns eigentlich. Nö, aufladen war doch gut. Okay, da kommen wir nicht lang. Die nächste hätte ich mir schon wieder sparen können. Dann gehen wir mal hier lang. Übel, der mit seinem Feuer hier. Der läuft hier mit so einem Feuerstrahl rum. Ja.
Ich glaube, wir wechseln mal auf die Faust. Okay. Dann machen wir erstmal alles platt, was ballern kann. Jetzt hat er sein Schild verloren, das ist schon mal gut. Sehr gut. Ach du Scheiße. Ja, der Typ hat's auch drauf, ne? Aber wir haben ja auch so viel Special-Fähigkeiten. So, ich würde sagen, wir machen noch mal diesen einen Move aus der Luft, der ist ganz geil. Los, komm. Okay, wir haben ihn. So. Ich finde es auch ganz geil, dass sie es so eingebaut haben, dass man seine Waffen wechseln muss. Warte mal. Ich könnte ja nach links. Ah, Mann! Konzentrier dich doch mal. Jetzt gucken, müsste es da auch nach oben gehen, ne? Irgendwie. Es noch umgehen. Okay, dann müssen wir hier lang. Okay. Ja, ich sehe schon was, was ich irgendwie übersehen habe. Es war hier. Ja, das ist aber nur wieder so ein kleines Sparschwein. Aber es müsste irgendwie links nach oben gehen, ne? Ah, siehst du? Da oben ist auch. So. Die Tür geht auf, das ist schon mal gut. Ich dachte, ich müsste da noch ein Special einsetzen. Jetzt ist natürlich mit der Energie ein bisschen knapp. Wow. Alter Falter. Expand the search. Ach, das ist der Kommandant, den es aus den Latschen gerissen hat. Come out. It's just you and I now. Ich hoffe, wir haben volle Energie, wenn wir gegen den kämpfen. It's you. Didn't you? Ach, die kennen sich sogar. I wasn't expecting a reunion here. You've slowed down, old friend. Why are you on the Iron Dog's side? You wouldn't understand. But you look so... How are you different from them? Okay, Eisenhunde nennen sie die. Alles klar. This is what the future of Torch City will become. You're a traitor to all Ferdisons. I'll knock some sense into you! Okay, jetzt geht's los.
I know that you're not interested in idealistic philosophy. Also, ich hab den nicht einmal getroffen. Doch jetzt. Oh, das heißt, wir können ihn gar nicht besiegen. Ist das richtig, ja? Ah, alles klar. Die Geschichte löst sich auf. Wir haben schon mal gegeneinander gekämpft oder miteinander. Genau, miteinander und der hat dann die Seiten gewechselt. Ah, scheiße. Schade, ne? Hey, is the sun setting soon? The sun will not set. It's our world that's turned around. Come on, time to get to work. Schade, ey, die waren mal so gute Freunde. Naja, so ist das manchmal im Leben. Hm? Okay, da hat er ihn schon verraten. What? The boss of the Iron Dogs is Cicero. Our team's ace pilot? Yeah. Ah, sie sehen sich auf jeden Fall wieder im Knast. Impossible! Naja. Cicero was killed in battle. You saw it with your own eyes. I don't know what happened. But he's betrayed us and become the leader of the... That steel body of his means that I'm no match for him. Strange. Fertizens don't end up like Iron Dogs for no reason. Spark. That's... Let's try and get out of here first. We need to investigate things before we can make up our minds about Cicero. Oh, here comes another poor sucker. Okay, wir sollen jetzt aus dem Knast entkommen, ja? Da dreht sich die Geschichte ja auch noch. Oh, sie wurde jetzt auch festgenommen? Hey, Kid, it's a cat! Keep quiet, 6304! Krass. Die hat sich sogar festnehmen lassen. Nice move. Der Falter, die jetzt auf jeden Fall besser drauf als wir. And the keys, darling. Thank you. Catch. Who are you? Why are you helping us? I guess that's what we get for helping you. That's no way to talk to a lady. Genau, die Umgangsform könnte ein bisschen besser sein. I saw you at the power station. You were very agile, but I recognized your unique attack rhythm. Those ears of yours aren't just for show after all. Silly bunny. You can call me Kim. Ist auch geil, ihre Löffel sind also nicht nur zur Dekoration da. What power station? You two know each other? Hey, Ray? You smooth talker, you. You two can stay and chat. The power might come back on at any moment, so I need to get out of here. Was ich krass finde, sie hatte ja gar keine fette Ausrüstung, so, ne? Looks like our savior has a way out. I'll tag along. Trotzdem so eine Kräfte, ist silly unglaublich. Bunny, that big fist has been taken to the evidence room on prison level 4. You want to get it back first? Hmm. Get her so out of here for me, and I'll meet you back in town. Hmm. That means you owe me one then. Come on, Fuzzy Bear.
Take a deep breath, suck in your stomach, and follow. See you later, Ray. Okay, wir warten jetzt nochmal bis zum nächsten Speichern. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt erstmal. Ah, er speichert schon. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Hat ja richtig Spaß gemacht, aber ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, ein bisschen was futtern. Ja, und dann, wie gesagt, geht's dann weiter. Jetzt leider ohne Kräfte, wir sind hier einfach nur ein Hase. Ohne irgendeine Ausrüstung. Aber, naja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.